gut, das ist doch super. So, dann nimm noch mal eine. Bitteschön. Hier. Ja, war ein Standbild. Das ist der Kuchenverkauf vom Förderverein von der Kellerwaldschule in Frankenau. Und was wird damit zu machen, außer Einnahmen generieren? Wir fördern die Schule in dem Sinn, dass Anschaffungen für die Kinder getätigt werden, die im normalen Schuletat vielleicht nicht vorgesehen sind. Wir fördern, zum Beispiel haben wir den Trinkwasserbrunnen in der Schule. Der wird gewartet, wird regelmäßig gereinigt und alles. Das sind natürlich auch Kosten, die da entstehen, die wir vom Förderverein übernehmen. Wir machen Geschenke für die Kinder zum Nikolaus, zum Ostern, das Eisauto Kleinigkeiten. Das Eisauto kommt, wenn es im Sommer richtig heiß ist, dann kriegt jeder mal eine Kugel oder zwei Eis. Oder eine Busfahrt zum Theater, zum Förderverein. Wenn Spielgeräte benötigt werden, unterstützen wir finanziell mit Busfahrt. Genau, technische Geräte. Technische Geräte, Smartboards. Ich muss doch da runter scannen. Film. Nochmal, das war nichts. Auf Anfang. Ja, dann frag ich los. So, Förderverein Kindergarten, ne? Um was geht's? Förderverein Kindergarten, ganz genau. Guten Morgen zusammen. Ja, wir sind hier, um Waffeln zu verkaufen, was Gutes zu tun für unser Kindergarten. Einnahmen behalten alle die Kinder aus dem Kindergarten. Wir machen jährlich Weihnachtsgeschenke, bezuschussen die. Und somit bleibt das komplette Geld, was wir einnehmen für unsere schönen Waffeln, auch bei den Kindern im Kindergarten. Vielen Dank. Wir hatten nicht so viel. Ansonsten fotografieren Sie es ab oder schauen Sie mit Ihrem Nachbarn gemeinsam rein. Mein Kollege, der Christian, baut gerade die Kameras auf. Wir werden das auch auf Video festhalten. Und nächste Woche, kurz vor Weihnachten, gibt es eine ganze Seite in der Tageszeitung Print über euren Weihnachtsmarkt hier. Und vor Weihnachten veröffentlichen wir auch noch das Video, was wir heute drehen. Jetzt gucke ich noch kurz, was der Kameramann macht. Sie stehen schon richtig. Sie stehen in einem, die mit uns sein Weihnachten überleben. Schafft ihr das, dann kriegt ihr 300 Euro für Frankenau für den Ort. So. Ich sehe es immer durch.